Hallo, ich bin die Sabina. Hi, ich bin der Julian. Und wir sind beide 27 Jahre alt. Besitztum ist eigentlich für uns nicht mehr so wichtig. Wir sind halt eher dafür da oder streben eher nach dem, zu Momenten oder für Momente zu leben, die Momente zu sammeln. Und umgeben uns natürlich auch in der Freizeit mit digitalen. Das hätte ich nicht sagen, ich hätte schon eingekackt. Entschuldigung. Ja. Hallo, ich bin die Heike, ich bin 47 Jahre alt. Ich bin der Klaus mit 48 Jahren. Wir wohnen gemeinsam in einem wunderschönen Haus. In unserem Reihenhaus, seit sicher 12, 13 Jahre sind es jetzt. Ja, wenn nicht schon bei mir. Ja. Wir haben jetzt auch wieder begonnen zu laufen. Was wir auch sehr genießen, ist mit dem Cabrio zu fahren. Das ist ein Fiat 500, den müssen gesagt, wir einfach. Den leisten wir uns, den brauchen wir. Die wichtigsten Werte, Leberwert, Cholesterin würde ich sagen. Klaus. Nein, also mir ist Familie sehr wichtig. Die Stabilität zu haben, nach Werten zu leben, wie man eigentlich, sage ich mal, Job, Beruf, alles unter einen Hut bringt. Und wo ich echt ganz großen Wert drauf lege, ist Ehrlichkeit. Deshalb 25 Jahre verheiratet. Die Digitalisierung hat unser Leben nicht verändert. Ich glaube im Gegenteil, wir haben die Digitalisierung mit aufgebaut. Wir sind mit dem aufgewachsen. Genau, ja. Also für uns ist das nichts Neues. Wir brauchen es ja, sind wir uns ehrlich, oder? Man steht auf, man checkt das Wetter, man entscheidet dann, ob man mit dem Uber in die Arbeit fährt. Was zieht die an? Genau. Was wäre, wenn das Internet weg wäre? Genau. Unvorstellbar. Kannst du dich noch erinnern, vor 25 Jahren mein erstes Handy? Das war noch ein D-Netz, richtig groß, fast so groß wie eine Telefonzelle. Und heutzutage hast Instagram und was weiß ich, wie das ganze Zeug heißt. Wenn ich da oft meinen Junior nicht hätte, muss ich sagen, der mir ab und zu ein bisschen unter die Arme greift, hätte ich wahrscheinlich nicht so viel voll aus. Auf jeden Fall, Digitalisierung super. Ist eine sehr gute Veränderung, aber für mich, also ich habe es wirklich wertschätzen müssen, schauen, was ist für mich sinnhaft und auch zweckmäßig. Die ältere Generation hat sich jetzt mit dem Thema Digitalisierung auch schon angefreundet. Die sind offener geworden, haben gesehen, dass es doch einen Mehrwert für sie bietet. Nichtsdestotrotz sind sie skeptischer. Skeptischer als wir, vielleicht vorsichtiger. Ja, wo sie sicher, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf. Ich sage nichts. wo sie sicher vielleicht lockerer, mutiger sind sogar als wir im Berufsleben. Dass sie einfach sagen, ich muss jetzt nicht einen Job ausüben, 40 Jahre lang und auf die Pension hinarbeiten. Ich bin spontan, ich bin flexibel, ich probiere das aus. Da kann man einen Hut ziehen, ja. Die Jugend ist einfach nicht mehr so ängstlich wie wir. Spontaner, leichter und vielleicht sogar mit sehr viel mehr Freude als wir. Die nervt es halt voll, wenn ich auf Instagram irgendwelche Fotos mache. Das nervt dich. Ja. Aber mich nervt es, wenn wir da sitzen und du auf dein Handy herumschaust. Ja. Perfekt. Nein, nicht perfekt. Was? Wir sind 27 Jahre verheiratet, nicht 25. Das solltest du schon wissen. Ja, mei. Können wir von neu anfangen oder wie ist das jetzt?